Draußen ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftiger, es tobt gerade ein Schneesturm und dort ein Video aufzunehmen ist halt ein bisschen anstrengend und es macht ja sowieso nicht viel aus. Es ist jetzt gerade die kältere Jahreszeit, wo man sich ein bisschen mehr zurückzieht, seine Ernte, die man das ganze Jahr über hat, einzulagern bzw. zu verarbeiten, bzw. wenn man das schon gemacht hat. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch heute die Lagerung von Pflanzkartoffeln ansprechen, weil ich ja letztes Jahr was Neues ausprobiert habe und ich möchte jetzt in dem Video ein bisschen etwa genauer darauf eingehen, wie ihr optimal eure Pflanzkartoffeln für den kommenden Frühjahr lagern könnt. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte. Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen. Da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen, alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Viele haben ja ein Problem, ihre Pflanzkartoffeln optimal einzulagern, da ohne dass sie halt stark vergeilen. Also das heißt, dass die Pflanzkartoffeln austreiben und dann ja richtig stark austreiben und dann auch zum Beispiel, das kann man bei Tomaten, wenn sie dann so Geilwuchs haben, dann so dünn und richtig lange Triebe haben. Das möchte man in dem Sinn eigentlich vermeiden, weil dann die Kartoffel ja ihre Kraft schon in diese schwache Triebe reinbringt und man kann ja noch nicht auspflanzen. Und die meisten haben ja nicht die Gegebenheiten, weil wir ja ziemlich, ich sag mal in Anführungszeichen, verwöhnt sind. Und wir oder die meisten, die halt ihre Häuser bauen, sind ja beheizt. Wir, ich jetzt zum Beispiel hier, wir haben eine Fußbodenheizung, auch unser Keller ist relativ warm mit ungefähr 15 bis 18 Grad so in die Richtung und das ist dann für die Lagerung von Kartoffeln dann recht suboptimal, weil die halt wärmebedürftige Knollen bzw. Pflanzen sind und wenn sie halt dann den richtigen Wärmeimpuls haben, dann treiben sie natürlich aus und wenn es halt der Raum dunkel ist, dann hat man dann noch mal zusätzlich das Problem, dass die Kartoffeln ja dann die austreiben an das Licht suchen und früher hat man ja die, wie es zum Beispiel mein Vater, die hat die in einem kühlen Keller gelagert, da wo es dann so 5 bis 10 Grad hat, also so wie die meisten Kühlschränke zum Beispiel oder eine Erdmiete. Da war es ja dann auch dunkel und kühl und da ist sie halt nicht so schnell ausgetrieben. Und bei mir ist sogar selbst in der Garage, wo es dann so um die 10 Grad ist, an manchen Stellen dann doch ein paar Kartoffeln leicht angetrieben. Und da habe ich mir so, verdammt, was mache ich denn jetzt mit den Kartoffeln? Ich möchte jetzt nicht, weil es mir schon letztes Jahr im Dezember passiert ist, ich möchte jetzt nicht, dass die noch weiter austreiben und unnötig ihre Kraft vergeuden und das schon 3 Monate vorher, bevor ich die auspflanze. Und da ist halt dann das Problem, dass man eigentlich schauen soll, dass man einen kühlen Ort findet, wenn man die kühl lagert und dunkel, weil die meisten lagern die ja dunkel, ihre Kartoffeln, weil sie ja, früher hat man ja alles genommen, was man zum Essen benötigt. Das heißt, dass man die Kartoffeln, die man dann auch später gepflanzt hat, waren dann ungefähr die Reste oder ganz kleine Knollen. Die hat man mit den Kartoffeln zum Beispiel gelagert, die auch mit gegessen worden sind. Und deswegen, man lagert ja Kartoffeln dunkel, weil wenn die ans Sonnenlicht kommen, dann bildet sich, werden die grün. Das ist das Solanin, das ist ein Fraßschutz für die Pflanze. Und dann versucht sie ja dann am Anfang zu treiben und dass sie halt erfolgreich treiben kann, bildet sie diesen Fraßschutz, der auch für uns giftig sein kann bzw. auch unangenehme Folgen haben kann. Deshalb kommt es davon, dass halt, wenn ich zum Beispiel mit meinem Vater oder mit älteren Leuten rede, dass sie halt sagen, Kartoffeln immer kühl und dunkel lagern,
gilt jetzt hier speziell für Kartoffeln, die man essen möchte. Das ist halt die optimale Lagerung, kühl und dunkel lagern. Bei Pflanzkartoffeln habe ich dann letztes Jahr was ausprobiert, und zwar habe ich sie bei ungefähr 20 bis 25 Grad, also bei Zimmertemperatur, an die Südseite gestellt. Und das über vom Dezember bis zum April hin. Und da sind sie leicht ausgetrieben, haben aber kompakte Triebe ausgebildet. Die waren aber auch nur ganz klein, sind dann grün geworden, was ja für mich nicht schlimm ist, weil ich erstens esse ich ja keine Kartoffeln und zweitens sind die ja zur Pflanzung gedacht. Das heißt, dass sie dann nochmal kräftiger werden, den Fraßschutzsolanin, das heißt, dass Mäuse die vielleicht dann auch noch nicht fressen werden oder andere Tierchen. Und dann kann man die in die Erde stecken. Also die haben dann für mich 3 Monate lang gehalten. Das mache ich dieses Jahr auch wieder. Ich habe die auf einem Blech ausgelegt, meine Pflanzkartoffeln. Ein bisschen sind schon ausgetrieben, aber in der Regel treiben die auch nicht mehr weiter aus, so wie ich das festgestellt habe. Bei den Grünen passt aber. Und dann kann ich sie dann optimal auspflanzen. Manche werden schrumpelig, ist ja auch nicht so schlimm. Aber das ist jetzt für mich zum Beispiel eine optimale Möglichkeit, wie ich meine Pflanzkartoffeln gut lagern kann, ohne dass sie vergeilen und ich dann ein Problem habe, weil ich sie irgendwo im Keller vergessen habe. Und dann kommt dann die Überraschung, dass sie dann überall rumgewachsen sind und dann kann ich meine Pflanzkartoffeln wegwerfen. Von dem her ist das eine optimale Möglichkeit, wie man das jetzt bewerkstelligen könnte. Andere Möglichkeiten, wie gesagt, wäre zum Beispiel eine Erdmiete, kühlen Keller oder sowas mit Stroh und alles Mögliche bedeckt, also dass sie halt gut isoliert sind. Da kann man die auch super reinsetzen. Oder was man auch machen kann, was ich letztes Jahr auch gemacht habe, ist die über den Winter ungefähr 30 cm tief eingegraben und fette Mulchschicht drüber gemacht, und die sind dann wirklich auch im Frühjahr raus ausgetrieben. Also das heißt, dass man die in die Erde konserviert, und das, wenn der Boden kalt ist, dann treiben die ja nicht aus, aber die sind dann noch geschützt, dass der Frost die nicht kaputt. Was ich auch bei ein paar Freunden gesehen habe, ist, dass die im Haus haben die dann die Kartoffeln austreiben lassen, haben dann Pflanzkübeln da die Kartoffeln reingesteckt und haben sie halt über den Dezember sozusagen die ganze Zeit neue Stecklinge und neue Triebe gemacht. Und auch immer ein paar Kartoffeln geerntet. Also auch ein nettes Experiment, was man jetzt auch über die kalten Jahreszeiten machen kann. Vielleicht auch mit euren Töchtern und Söhnen. Ist bestimmt auch eine nette Erfahrung, mal so ein bisschen rumzuexperimentieren. Für mich persönlich, das wird jetzt ein bisschen viel mit dem Platz, weil hier im ganzen Zimmer von mir, da stehen jetzt die ganzen tropischen Bäume und Dinge zur Überwinterung. Da kann ich mir diesen Spaß nicht erlauben, weil ich noch andere Experimente auch wieder mache, aber mehr dazu in einem anderen Video. Und wenn euch die Tipps gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt. Werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und gerne auch in die Kommentare schreiben, wie ihr zum Beispiel eure Kartoffeln für das Frühjahr lagert, auch eure herkömmlichen Kartoffeln und eure Pflanzkartoffeln zum Beispiel, würde mich auch sehr interessieren. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr noch viele verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Patreon, PayPal. Vielleicht gibt es auch noch Coaching in Sachen Permakultur oder schleimfreie Heilkost an, um dass ihr mich und das Projekt zum Beispiel auch weiterhin unterstützen könnt. Also wie gesagt, unten die Links auch zu meiner Website und alles Mögliche. Schaut doch gerne mal vorbei. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin.